Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man Dennis Büchel zubereitet. Also ich habe mir gerade noch ein Video angeguckt, das sind so euch mehrere Schwere. Ich habe das erste Mal hier in Deutschland gekauft. Ich habe es auch schon mal in Deutschland gegessen, zwar in Büsum, und es ist ein Boot rum. Ich liebe diese Dinge. Das ist einfach. Dennis Büchel-Schüsse. Eurochwedische Quelle nennt man die auch. Meeresspargel. Oder Salikons auf Griechisch. Salikons. Ja, genau. Und jetzt tue ich den jetzt zubereiten. Ich muss auch hier nur so die zwei zubereiten. Und jetzt. Bis dann. Jetzt brauchen wir das. Jetzt geben wir das hier einfach ins Wasser. Seht ihr, also ich gebe das jetzt alles ins Wasser. Also das ist das dritte Mal, dass ich das jetzt unbedingt mit Kamera aufnehmen. Aber es sieht jetzt nicht gut, ihr seht, wie schnell es hochgeht. Aber ich muss das jetzt schon noch. Ein bisschen runter mit mir schon machen. Ich wollte es euch nur zeigen. So, ach, das ist okay. Also ganz hoch müssen wir es nicht machen. Guck mal. Die, wie das kocht, ne? Ich finde, es hat auch so einen Meeresgeruch. Auch trotzdem ist es vegan. Das ist so geil. Das ganze Rezept ist vegan. Normalerweise kommt der Nice noch rein. Hat sogar noch Rapp, was ich auch euch greifen kann. Da ist nämlich Honig einfach. Oder ich nehme Dingens. Ja, diesen Essig mit Traube und kann jetzt auch noch veröffentlichen. Dann nehme ich das hier rein. Schuss. Und ich würde das einfach mit Honig noch ein bisschen. Oh, meine Gewürze soll ich mal zeigen, was ich habe. Ist denn das so gewürzt? Ja, das können wir mal ein anderes Mal machen. So. Auch für das brauchen wir, wie gesagt, noch ein bisschen Salz und Knoblauch, wenn nicht. Und bitte noch. Schnell noch Öl und sowas, was. Ich habe das jetzt auch abgesiebt. Hier war schon ein bisschen raus. Und da habe ich jetzt gerade eben die Knoblauch rausgesucht. Denn der wird jetzt, weil der schon weiß, wie gekocht ist, wird der jetzt zerdrückt. Und dann. So, ist der Knoblauch gedrückt. Hier ist die Gabel. Dann zeige ich euch, wie man das macht. Hier wird es gedrückt, guck mal. Das ist natürlich, wenn man jetzt noch rücken kann, man das auch noch reiben, also. Das wird jetzt so gedrückt und wenn es fertig ist, kommt da jetzt ein Ding rein. Und